Und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Yo, der Loot Express ist wieder da. Loot Express kann ich ja so sagen. Sagen wir einfach nur, die Beute, der Loot ist wieder da. Und zwar in letzter Zeit hatte ich immer so beschissene Beute. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da immer so 80.000 oder so. Oder nur, wo alles in den Lagern drin war. Ey, oh, zum Kotzen. Auf jeden Fall jetzt in letzter Zeit. Wie man hier, ja, der war scheiße, den zeige ich jetzt nicht. Der war hier aber, nee, der war noch geiler, der war noch geiler. Genau 50% geschafft. Läuft bei mir. Und 261k Gold und 346k Elixier. Habe ich mir im Bartsch sauber abgeräumt. Ach ja, richtig geil. Richtig geil. Ja, ich habe mich dazu entschieden, das mit dem Mauern doch abzubrechen wegen... Ja, ich komme da kaum mit Leveln und so voran und deswegen belassen wir es jetzt dabei. Ich mache halt die nächsten Gebäude. Als nächstes mache ich alle Teslas auf 6. Dann habe ich 10 Tage Ruhe von den beschissenen Bauarbeitern. Ja, und ich würde mal sagen, ich suche jetzt gleich auch direkt einen Gegner raus. Bis gleich. Jo, und ich würde mal sagen, den nehmen wir uns. Ist nicht der beste Loot, aber ich kann mitleben. Ich kann mitleben. Ja, okay, der Thomas, der hat mal wieder ein bisschen, ja, ich kann es nicht beschreiben, also, los, benutzen wir 4 Finger, au, das war vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich weiß nicht, ob ich noch nicht 50% schaffe, weil ich alle auf einem Fleck gesetzt habe. Ja, ist halt vielleicht hier mal ein paar Außengebäude kaputt machen, das wäre ganz klug. Klammbuch ist sowieso nichts drin, der Spieler ist AFK, also nicht mehr aktiv. Weil er wahrscheinlich keinen Bock mehr hat auf Clash of Clans. Kann ich auch verstehen, nachher ist es so teuer, es dauert alles so lange. Aber ich zieh's trotzdem durch, weil ich so nachher sagen will, ich hab Mauer Level 11, raus Level 10. Bin auf Platz 200 der Besten auf der Welt. Geil. Ja, das will ich nachher sagen können, aber das wird noch ein harter Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Okay, es reicht jetzt. Jetzt sind wir die Fähigkeit des Barbarenkönigs und haben 36. Nein, wo ist das Dunkle? Wo soll das Dunkle drin sein? Kann mir jetzt ein Mensch sagen, wo das Dunkle drin ist? Hallo? Hä? Versteh's nicht. Ach, da im Bohrer. Ja, komm, das brauche ich nicht. Ich will meine Magier Level 6 sind das, ne? Richtig geil. Level 6 Magier. Danke an den... Wolfs-Dingsbumster, wie du auch immer heißen magst, der Anführer dieses Clans. Ich glaube zumindest, dass es ja, ja, Wolfsrudel, danke an dir. Der nächste Magier, die gehen schon sowas von ab, ey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Bin wieder in Gold 1, läuft bei mir. Hat hier noch jemand einen Angriff? Da war was. Hier. CGU, Angriff. Hallo. Man, die sind in der Verbindung, ey. Yo, auch ein AFK-Gegner. Oh, da kann man sich noch schön für diese Herausforderung 2 Inferno-Türme holen. Inzwischen habe ich erst 4 Inferno-Türme zerstört. Naja, was heißt erst, ne? Das muss man auch erstmal hinbekommen. Jack. Spulen wir mal ein bisschen... Oh, Junge, auf vierfache Geschwindigkeit. Der benutzt eine... Barbaren, Bogenschützen und Goblin-Taktik und Riesen. Ja, ist eine Lazy-Farming-Taktik, also die kann ich nur empfehlen. Die eignet sich von Rathaus Level 7 bis Rathaus Level 9, ab Rathaus Level 10. Da bringt sie nichts mehr, also nicht mehr viel. Da würde ich auch nicht empfehlen, also ja. Ich habe ja schon gesagt, dass ich die empfehle, also... Vergiss es einfach. Ja, was spenden wir dem mal? Bogenschützen, das ist bei uns im Clan Standardspende. Diese Barbaren will ja kein Mensch haben, aber die spende ich auch manchmal, weil ich einfach nur loswerden will. Ich will ja auch ein bisschen so, Gleichstand zwischen Barbaren und Bogenschützen haben. Aber ich bin auch, ich habe auch keinen Bock, irgendwie nur 55 Bogenschützen in einer Kaserne, 55 Barbaren und so zu machen. Das ist unnötig. Deswegen mache ich die Kaserne und so immer direkt voll. Boah, der Bohrer auf Level 5, der geht einfach nur so ab, ey, das ist... Der macht so viel an Dunklem. Ich habe schon wieder 7000 und meine Bogey Queen habe ich vor einen Tag und 11 Stunden geupgradet. Jetzt ist sie bald auf 5 und dann hat sie die Fähigkeit. Geil. Ja, ich würde auch sagen, das war es dann für die heutige Folge mit Niveau. Niveau. Yo, bis zum nächsten Mal. Ciao.